Das ist der Pokal der Begierde, das Finale im U19 Verbandspokal, der frisch gebackene Ajunjorn-Meister Mainz 05 empfängt den ersten FC Kaiserslautern. Nach dem fulminanten 4:2 Erfolg gegen den BVB im Endspiel der Bundesliga könnte die Stimmung beim Nachwuchs der Mainzer kaum besser sein. Heute soll dann möglichst der zweite Titel innerhalb einer Woche folgen. Über die Ajunjorn-Bundesliga ist Mainz direkt für den DFB-Pokal qualifiziert. Das bedeutet für Kaiserslautern, egal wie dieses Finale heute ausgeht, auch der FCK wird nächste Saison im Pokal vertreten sein. Damit rein ins Spiel und das beginnt mit sehr viel Tempo. Wir sind erst in der zweiten Minute. Da hat Marco Krasic schon die erste dicke Gelegenheit. Aki Koch ist direkt hellwach. Der FCK kommt mit sehr viel Wucht in dieses Spiel. Freistoß Gökhem Kocsa. Der klatscht an den Pfosten, aber die Szene läuft weiter. Mainz bekommt den Ball nicht weg und hinten lauert Prokopchuk, aber der Ball will nicht über die Linie. Die Mainzer wirken durchaus überrascht von diesem starken Beginn von Lautern. Dann aber findet auch der deutsche Meister den Weg nach vorne. Grigorius Dedjavis ist da frei durch, verpasst aber irgendwie den Moment für den Abschluss. Das ist am Ende dann auch kein Strafstoß. Wir sind erst in der 10. Minute und es hätten hier schon 2 bis 3 Tore fallen können. Jetzt wieder die Mainzer. Dennis Kaygin von der Mittellinie. Was für ein Geniestreich! Die Führung für Mainz und das durch ein solches Traumtor. Kaygin sieht da, dass Tom Dahlke weit vor seinem Kasten steht. Der Abschluss ist dann punktgenau. Nur eine Minute später wieder eine Freistoßsituation für den FCK. Kocsa, Koch kann den nicht festhalten und das ist der Ausgleich. Was für eine Antwort von Kaiserslautern, die Mainzer Führung hält keine 2 Minuten. Nikolaus Wakauftzis drückt den dann über die Linie. Und es geht weiter in diesem irren Tempo. Lautern jetzt mit Selbstbewusstsein. Kocsa. Das ist Prokopchuk. Mit der Ablage für Ben Reinheimer. Abgeblockt. Wieder Reinheimer auf Mohamed Zor. 2:1. Lautern dreht das Spiel. Es ist bis hierhin eine überragende Leistung von Kaiserslautern. Und die krönt Mohamed Zor mit dem Führungstreffer. Für den ersten FC Kaiserslautern. Aber die Mainzer haben natürlich eine enorme Qualität in ihrem Kader. 37. Minute. Das ist Lovis Bierschenk. Der geht da mal ein paar Meter. Klasse Zuspiel auf Melvin Wiesnet. Das ist überragend gespielt. Mainz nutzt so gut wie jede Chance und trifft kurz vor der Pause. Zum 2:2 ist es insgesamt ein toller erster Durchgang mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Der FCK war die bessere Mannschaft, hat es aber verpasst, rechtzeitig nachzulegen. Nichtsdestotrotz, es ist alles offen in diesem Pokalfinale und die zweite Halbzeit verspricht so einiges an Spannung. Allerdings, diesmal dauert es dann eine ganze Weile, bis es erstmals wieder gefährlich wird vor einem Tor. Die Mainzer kommen über die linke Seite, über Wiesnet, zweiter Ball bei Gleiber, Dahlke lässt prallen und dann sagt Schulz artig Danke. Zum zweiten Mal geht Mainz in Führung. Philipp Schulz ist eigentlich gelernter Innenverteidiger, trifft hier aber in bester Stürmermanier. Lautern schafft es im zweiten Durchgang nicht mehr so richtig, gefährlich vors Tor zu kommen. Mainz steht defensiv deutlich stabiler und hat vorne die besseren Möglichkeiten. Daniel Gleiber verzieht hier um wenige Zentimeter. In der Schlussphase wirft Lautern dann nochmal alles nach vorne, läuft dann aber in diesen Konter. Ayub Bagdadi mit der Entscheidung zum 4:2.
Bagdadi wurde erst kurz zuvor eingewechselt. Macht hier den Deckel drauf und schießt Mainz damit zum zweiten 4:2 Erfolg hintereinander. Denn kurz danach ist Schluss. Mainz gewinnt ein packendes Endspiel und feiert den zweiten Titel innerhalb von einer Woche. Das freut natürlich auch den Trainer. 4:2 für den. Ja, sehr stolz natürlich, was die Jungs jetzt alles in dieser Saison geleistet haben, welche Erfolge sie jetzt feiern können am Ende der Saison. Das haben sie sich über das ganze Jahr einfach auch hart erarbeitet. Das sind die Momente, die dann keiner sieht im Training. Und von daher sehr stolz, dass alles gefruchtet hat. Noch! Trube! Ihr Schweine, ey. Gar nicht reingekommen ins Spiel. Lautern hat es in meinen Augen nicht überraschend gemacht, sondern sie haben auch eine Qualität. Sie sind Tabellenführer. Und werden um den Aufstieg spielen, also von daher war das schon auch klar, dass wir auf einen sehr guten Gegner treffen. Sie haben heute vor allen Dingen in den ersten 20 Minuten sicherlich viel höher in Führung gehen können, als der Spielverlauf dann war. Und in der Halbzeitpause ging es eigentlich nicht darum, irgendwie laut zu werden oder sonst irgendwas, sondern die Jungs einfach nur nochmal daran zu appellieren, was jetzt für dieses Spiel heute wichtig ist. Und dass sie in Zugriff kommen, dass sie in die Zuordnung kommen, dass es darum geht, in den Zweikämpfen da zu sein und die zweiten Bälle auch einzusammeln. Und da waren wir ja nicht gut in der ersten Halbzeit, das haben wir in der zweiten Halbzeit besser gemacht und haben damit dann auch mehr Dominanz im Spiel bekommen und dementsprechend dann auch souveräner gespielt. Gratulation an den Mainzer Nachwuchs, die krönen eine fantastische Saison mit 2 Titeln. Dementsprechend ausgiebig wird dann auch gefeiert.